Was auch immer wir getan haben, wir haben das falsch gemacht. Die Zeit ist wohl komplett im Arsch, hey. Zuerst mal zurück in die Vergangenheit gereist, um den Doc zu retten. Und dann, was ist passiert? Ja, auf dem Weg zurück. Da ist uns mal soeben aufgefallen. Wieso geht das jetzt plötzlich? Da ist uns mal soeben aufgefallen, dass wir verschwinden und unser Großvater ihm wohl etwas zugestoßen ist. Jetzt haben wir den auch befreit. Und was jetzt? Jetzt liegt unser Vater im Rollstuhl und Beef hat plötzlich zwei Geschwister. Woher kommen diese anderen Tennens? Aus einer Mama-Tennen und einem Papa-Tennen. Wie bei den Bienchen und den Bärchen, Blödmann. Ausweichen! Sag mal. Was ist los? Was ist mit meiner Mom? Ich meine, wie ist sie mit meinem Dad zusammengekommen? Keine Ahnung. Sie steht wohl auf Verlierer. Sie hätte jeden von uns haben können. Aber sie wollte ja den alten Gimpy McFly. Wupp. Oh. Biff. Das war irgendwie, falsch. Warte, hat das alles irgendwas mit Kit Tennant zu tun? Ha? Was ist mit ihm? Er hätte im Gefängnis landen sollen. Knast? Hobbs hat nicht einen Tag im Knast verbracht. Die Tennant Gang ist die fünftgefährlichste kriminelle Familie in Kalifornien. Wir haben überall Beziehungen. Unmöglich. Du glaubst mir nicht? Biff, nein! Hey! Na, sieh mal an! Von meiner Familie für ihre, zum Dank für ihre beständigen Dienste. J.J. Valenti. Das ist Don Valenti, Pate der Sacramento-Bande. Die drittgefährlichste kriminelle Familie in Kalifornien. Weg hier! Woo! Eins verstehe ich immer noch nicht. Ich verstehe zwar noch mehr nicht, aber... Wie lange macht ihr meinen Vater schon so fertig? Seit der Biff damals bei dem Schulball auf dem Parkplatz einfach umgehauen hat. Klappe, das ist nicht witzig. Wenn sich jemand mit den Tennants anlegt, sorgen Sie dafür, dass er es niemals vergisst. Weg hier. Wow, vielleicht kann ich hier abhauen. Die Kiste? Ich habe eine Frage. Was Waffenschildern schließen, na klar. Wann wurde ich aus der Stadt verjagt? Vor 2 Jahren. Erinnerst du dich nicht? Wir haben uns doch eigentlich geeinigt, netter zu deinem Alten zu sein, wenn du verschwindest. Aber du bist zurück. Also können wir die Samthandschuhe ausziehen. Oh, gar nicht gut. Ups, ich wollte eigentlich ausweichen. Hey! Und noch etwas. Warum seid ihr so sauer auf mich? Du erinnerst dich nicht? Du bist wirklich durchgeknallt, McFly. Denk mal nach. Die Sache mit dem Düngerlaster? Mit welchem? Gute Frage. Eins verstehe ich immer noch nicht. Ja. Warum sucht ihr euch nicht jemand anderes? Tun wir doch. Wer ist nicht der Einzige? Das ist irgendwie unser Ding. Und hoppsala. Ich frage mich. Lass es. Und tschüss. Okay, aber... Hilfe! Hilfe! Verdammt, was hast du mit meinem Dad gemacht? Dein Dad saß schon in diesem Rollstuhl, bevor du geboren wurdest, Milchgesicht. Hoffentlich hat er noch einen für dich übrig. Du wirst ihn nämlich in 3 Sekunden brauchen. Und, was ausweichen, Duken? Duken! Wollt doch eigentlich springen! Seid ihr bescheuert, ey! Tja, das kommt davon. Man legt sich nicht mit dem McFly an, ist das klar? Ein Kinderspiel. Dieses Flittchen hätte mich nicht abhalten sollen, deinen Großvater kalt zu machen. Hä? Kit Ten. Kit? Niemand in Hill Valley legt sich mit den Tennants an. Verdammt! Doc, wo sind sie? Marty, einsteigen! Diese Zeitachse wurde verändert! Kein Scherz! Was der nicht sagte. Wäre mir nie aufgefallen. Irgendwas, was wir 1931
fleißig getan haben, hat Kid Tennant vor seinem gerechten Urteil bewahrt. Und deswegen wüten die Tennants jetzt schon seit über 50 Jahren in Hill Valley. Meine Güte, sie haben die Spielhalle aufgeraubt. Wir müssen zu dem Tag zurückkehren, an dem Kid Tennant verhaftet werden sollte. Herausfinden, was schiefgelaufen ist und es korrigieren. Sonst könntest du vor ihm in einer Stadt festsitzen, die den Tennants gehört. Das ist keine Option, Doc. Vergessen Sie es. Na dann. Und schon wieder zurück in die Vergangenheit. Brennspuren in der Luft. Einfach nur cool. Viel zu cool für den alten Kid Tennant. Okay, Doc. Gehen wir das nochmal durch. Irgendwann heute Nacht wird Kid Tennant von seiner Braut, einer Sängerin namens Trixie Trotter, verraten. Die scharfe Kleine, die gestern aus der Bar gekommen ist. Genau. Wenn sie das tut, dann müsste Tennant von einem jungen Polizisten namens Danny Parker verhaftet werden. Parker. Hey, glauben Sie, er ist mit meiner Freundin Jennifer Parker verwandt? Könnte sein. Heftig. Irgendwie haben wir die Geschichte so verändert, dass keines dieser Ereignisse stattfindet und deine Familie für Generationen dem Tennant-Clan ausgeliefert ist. Du musst zurück in Tennants Bar, herausfinden, was schiefgelaufen ist und für Kid Tennants Verhaftung sorgen. Kein Problem, Doc. Ich setz nur meinen Hut auf, dann bin ich bereit. Jo, ist nichts einfacher als das, wa? Ist der Bart wirklich notwendig? Er ist unentbehrlich. Kid darf nicht wissen, dass du der Störenfried bist, der vor 2 Monaten verhinderte, dass er mich kalt macht. Sicher, dass sie nicht mitkommen können? Das wäre viel zu gefährlich. Du bist unauffällig und kannst dich leicht tarnen. Mein sehr markantes Gesicht dagegen war seit meiner waghalsigen Flucht vor der Polizei und den Gangstern in jeder Zeitung, von hier bis Reno. Unauffällig? Ich finde schon einen sicheren Unterschlupf. Dieser Absteiger liegt sicher im Budget. Dort findest du mich, wenn du Hilfe brauchst. Ja. Gut, wie ihr meint. Verdammt, ey, geht ja wohl alles schief hier. Jo, und wie schon heißt, in die Bar. Och, nö, ey. Muss das sein? Oh, der dämliche Strickland, was ist denn das hier? Steuerungskonsole. Was ist das? Was soll das? Emmett hat sich wohl nicht gelangweilt. Nee, glaube ich wohl eher auch nicht. Vielleicht sehen wir ihn sogar noch wieder, aber das zu einem anderen Zeitpunkt. Edna, was macht denn die gute Edna hier? Entschuldigen Sie wohl auf dem Weg zu Tennants Bar sind, richtig? Woher weißt du das? Nein. Sie haben zumindest genug Schamgefühl, um es zu leugnen. Leider habe ich nicht die Macht, Sie aufzuhalten. Aber ich bitte Sie, noch einen Augenblick zu bleiben und sich mein Lied anzuhören. Mi-mi-mi-mi-mi, bitte, lieber Trinker, lass doch deine Flasche stehen. Dein Was in Gottes Namen? Tut mir leid, Miss Brickland. Nur ein Prototyp, der für einen Moment nicht richtig funktioniert hat. Mr. Brown, warum ist ein Hund in diesem Fahrzeug? Warum? Zum Wohle der Menschheit natürlich. Hallo, Mike. Mike? Mr. Corleone, was soll diese Aufmachung? Verdammt. Ich ermittle undercover. Spannend. Ich brauche unbedingt ein exklusives Interview. Doch jetzt muss ich ein paar Seelen retten. Und du musst einen Blick auf mein neuestes Experiment werfen. Du bist nicht sauer wegen des Raketenbohrers? Schwamm drüber. Ich bin zu größeren Dingen übergegangen. Komm bei Gelegenheit am Pavillon vorbei. Ich bereite alles vor. Du glaubst nicht, was Aini und ich alles geplant haben. Berühmte letzte Worte. Na gut, wo war jetzt diese Bar? Da vorne, Marty. Du hast sie knapp verpasst. Wohin läufst du, Alter? Hä? Wohin geht der? Ah, jetzt. Wollte schon sagen, ey. Wie jetzt? Den Hintereingang wieder? Okay, wenn's sein muss. Wer ist das? Wer schickt dich? Dichter Nebel. Was hast du für mich mit? Mittagessen. Wie ist das Codewort? Wortklauberei mag ich überhaupt nicht. Okay, was war das gerade?
Igitt? Ja. Igitt? Würde ich auch sagen, Marty. Igitt, Igitt. Kisten mit Kohl? Ist wohl für die Suppe. Buah. Ey, Mann, er wollte doch... Igitt? Igitt, Igitt. Igitt, Igitt. Gut. Soviel zum KitKat. Jetzt geht's hier weiter mit der Türe. Kann mir wohl auch so einfach rein? Wer sagt, ich lass dich rein? Soll ich das wissen? Bruce Springsteen? Bruce Springsteen? Zieh leine Würstchen. Ups, das war wohl nicht ganz richtig. Ihnen Hinweis oder so? Achte auf die Aussagen der Wache und die Antworten des Bosses. Wie passen sie zusammen? Der ist bereits dabei, also der nächste Hinweis. Hier ist der Schlüssel zum Muster. Denk drüber nach. Na toll, sag mal ein Denkspiel. Ein Denkspielchen. Wer ist der König von Siam? Der König von Siam. Was hat's denn eigentlich alles? Bosshook. Amadeus, na klar. Amadeus? Was wirst du morgen tun? Hä? Wie jetzt? Amadeus war richtig? Ein Buch lesen? Upsala. Okay. Wer erzählte dir von diesem Ort? Orthopäden aus dieser Gegend. Was ist die eigentliche Idee? Desaster zu verhindern. Ach, beruhig dich, mein Lieber. Warum ruhst du dich nicht einen Moment draußen aus? Ausgeschlafen bin ich heute wirklich nicht. Irgendwie stimmt da was nicht. Sind es irgendwelche Wortspieler? An diesem Ort, Orthopädie oder Orthographie, hab's gar nicht mehr richtig im Kopf. Wer ist der König von Siam? Okay, König von Siam. Siam, Siam. Vorhin hat's mit Ort geendet und dann auch mit Ort begonnen. Muss das sein? Amadeus. Amadeus? Was wirst du tun, wenn ich dich reinlasse? Reinlasse. Sekunde. Sekunde, ich überlege. Woher kommst du? Woher kommst du? Dubai, es stimmt, Leute, wir haben den Trick raus. Dubai am Persischen Golf. Willkommen bei Al-Kid. Dankeschön, Freundchen. Huh, ging ja doch schneller als erwartet. Ach du Scheiße, da ist ja Kitty. Und die anderen, aber die erkennen mich nicht. Sehr schön. Al-Kid. Was ein bescheuerter Name, ey. Yeah. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir ein Vergnügen, Ihnen wieder einmal die heißeste Nummer auf dieser Seite der Rockies zu präsentieren. Und wenn ich sage ein Vergnügen, dann wissen Sie schon, was ich meine, oder? Ein großes, Al-Kid-mäßiges Willkommen für die eine, die einzige, Trixie Trotter. Crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. Aus dem Weg, Kleiner, ich muss meine Sorgen ertränken. I am my own superintendent, my star is on the ascendant. That's why I don't care, I don't care, I don't care. What people think of me. Das ist eine gute Frage. Das ist also Biffs Mutter. Ach du Scheiße, mit Kitten selber reden? Ach, lach grad so. Hey, woher hast du den? Aus dem Kostümladen in der Einkaufspassage. Das war's geschneidert. Tatsächlich? Hat Qualität? Wer bist du? Woher kommst du? Du stellst mir zu viele Fragen. Michael Corleone. Jo, wie gesagt, er stellt mir zu viele Fragen. Ich bin einer von euch, Jungs. Erkennt ihr mich nicht? Nein. Na los, was soll das? Raus mit der Sprache, oder? Ganz ruhig, Kid. So wie sein Anzug geschnitten ist, könnte er zur Valenti-Gang gehören. Ist das so? Jo, das ist so. Ja? Beweis es. Scheiße. Du gehst hier nicht weg, bis du mir ein bisschen Bonafide gezeigt hast. Bonafide? Was soll das sein? Okay, bleib ich halt hier. Scheiße. Officer Parker! Benny Parker! Du hast ja ganz schön gehen lassen, ey. Da wäre Spider-Man wohl nicht so erfreut. Hey, ich kenn dich, du bist... Parker, Officer Danny Parker, Polizei von Hill Valley. Kennen wir uns irgendwo hier? Nein,
Setz dich hin, Fremder. Ich geb dir einen aus. Dankeschön, da habe ich kein Problem mit. Wie ich höre, hast du Probleme. Probleme? Kumpel, niemand hat solche Probleme wie ich. Willst du darüber reden? Ich will, oder? Ja, hör zu. Alles begann, als dieses Auto... Every morning, every evening, ain't we got fun? Not jetzt singt ihr mir auch noch dazwischen, hey. Ich kann's halt abbrechen. Ja, was ist nun mit dem Problem? Ach, ich will nicht in Selbstmitleid singen. Ich will hier, um fröhlich zu sein. Halleluja! Ja, Auto hat er gesagt. Och nö, jetzt sag mir bitte nicht, dass er so durcheinander und sein Leid ersaufen muss, weil er ein fliegendes Auto gesehen hat und ihm keiner glaubt. Hat er uns überhaupt gesehen? Nun, was die Probleme angeht. Probleme? Ich will über all das deprimierende Zeug nicht reden. Ich will feiern! Meine Fresse! Solltest du Ten nicht verhaften? Wofür? Wegen des Betreibens einer illegalen Bar zum Beispiel. Also, ich mag die Bar. Also, wenn ich ihn verhafte, muss ich auch dich, mich und alle anderen hier verhaften. Es ist zu viel Arbeit für einen einfachen Polizisten. Ja, du alte Schnapsdrossel. Darfst du denn im Dienst so viel trinken? Wahrscheinlich nicht, aber hier ist nicht geöffnet, wenn ich außer Dienst bin. Okay. Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Ich soll diesen Typen dazu bringen, Kid Tennant zu verhaften? Heute noch? Dürfte schwierig werden. Warum weigert sich Parker, seine Pflicht zu tun? Wegen dem Auto, oder? Danny! Du! Nun, was die Probleme angeht. Probleme? Ha! Ich will über all das deprimierende Zeug nicht reden. Ich will feiern! Nun gut, das bringt sich weiter. Später, wir müssen mit Trixie sprechen. Oh, sie ist da. Wo ist sie? Trixie, wo bist du? Trixie Maus! Heiße Maus, da ist sie ja. Verdammt, sie ist echt. Ja, eigentlich noch heiß. Entschuldigung, aber sind Sie Trixie Trotter? Steht zumindest auf meiner Garderobentür. Würde es zumindest, wenn ich eine Garderobe hätte. Was macht so ein nettes Mädchen wie Sie bei einem Kerl wie Tennant? Ach, Kid ist nicht so schlimm. Man muss sich an ihn... Hey, Schätzchen, meinst du könntest deine Kankan-Nummer bringen? Die Kerle lieben es dir dabei unter den... zu gucken. Wie du möchtest, Kid. Und gammel hier nicht rum. Fürs Shakern mit den Betrunkenen wirst du nicht bezahlt. Du bezahlst mich überhaupt nicht, Mistkerl. Worüber haben wir gerade gesprochen? Über einiges. Hübsche Stimme. Ich mag ihre Stimme wirklich sehr. Danke. Du solltest mich mal hören, wenn es mir wieder besser geht. Sie sind krank? Ja, ich bin heiser. Deswegen lasse ich Q-Ball heute Abend so lange Soli spielen. Ich hatte mich schon gewundert. Ich mich irgendwie auch. Sie sagten, Kid sei ein netter Kerl. Naja, schätze, er ist ein echt lausiger Freund. Doch solange meine Versicherung nicht greift, stecke ich hier fest. Versicherung? Ja, ich bin vielleicht nicht die Hellste. Aber auch ich weiß, dass man einen Widerling wie Kid nicht einfach verlässt, ohne eine Versicherung zu haben, die ihn daran hindert, völlig durchzudrehen. Gar nicht mal so ein schlechter Gedanke, Blondchen. Was hat es mit dieser Versicherung auf sich? Machst du Witze? Es gibt nur einen, dem ich hier vertraue. Aber ich habe ihn seit Wochen nicht gesehen. Sie meinen nicht... Artie McFly. Artie McFly. Du kennst ihn? Nicht so gut, wie ich dachte. Bevor er verschwand, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Etikette, Philosophie, Buchhaltung. Er ist ein echtes Universalgenie. Er hatte sogar eine Pfeife wie ein Professor. Verstehst du? Kann ich mir die ausleihen? Sicher. Ich habe seit Wochen heimlich an meiner Com von Kid-Los-Karte gearbeitet. Aber Artie ist der Einzige, dem ich meine Arbeit zeige. Bei einem Irren wie Kid kann man nicht vorsichtig genug sein. Das hat etwas. Frage ist los, wo finde ich Arthur McFly? Sie können mir vertrauen. Los, was haben Sie gegen Kid in der Hand? Streich das! Ich erzähle nichts, bevor ich nicht mit Arthur Mc...
gesprochen haben. Wieso buchstabiert sie es jetzt plötzlich? Na egal. Wenn ich ein Treffen mit Artie arrangiere, können Sie dann Ihre Versicherung einsetzen? Sie einsetzen? Verdammt, wenn das rauskommt, könnte ich den Dreckskerl in den Knast bringen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Nun gut, nun gut. Ihr Lied scheint auf Officer Parker eine ziemlich starke Wirkung zu haben. Ich fühle mich sehr geehrt. Es ist schön, dass jemand mein musikalisches Talent zu schätzen weiß. Du sagst es, Kleines, du sagst es. Kennen Sie Sister Christian? Ich singe keine religiösen Lieder. Schade, schade. Wie wär's mit Stairway to Heaven? Ich mache Populärmusik, Kleiner. Wenn du Kirchenmusik willst, geh in die Kirche. I don't care. Was ist das? Der Text für einen Ihrer Songs? Ich kann ihn noch nicht auswendig. Verstehe. Toi, toi, toi. Danke. Sie soll sich heute gegen Kit Tennen wenden? Okay, Doc. Wenn Sie das sagen. Dürfte schwierig werden. Bring Trixie und Arthur zusammen. Text hier. I don't care. Das ist der Text von Ihrem Song. Ja. Wo beugt sich Parker, Mann? Ja, weil er deprimiert ist. Wie jetzt Notblätter? Zorniges Lied, trauriges Lied, geheimes Lied. Lustiges Lied. I don't care. Nein, ich weiß nicht. Freunde, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Zurück in die Zukunft. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Irgendwie, der Parker Officer, der ist hilfreich wie Fußpilz, die Trixie Line, die hat auch zu viel Schiss und wir brauchen Arthur. Wo ist unser Opa, wenn man ihn mal braucht? Egal, wie es weitergeht, das nächste Mal. Ciao zusammen. Juhu!